Okay, auf geht's zur Railway Station. Nein. Haben wir nämlich 13 Minuten Gehweg und in einer guten halben Stunde soll unser Zug losfahren Richtung Ella. Wir kommen jetzt Richtung dem Railway Station Eingang. Good morning. Good morning, sir. To Ella. Okay. Nice journey. Thank you. So, Candy Railway Station. Wir sind da. Haben es auch pünktlich geschafft. Okay. Next train. Okay. Your town coming train. Your train is next one. Next. Okay. Number two. And this number two. This. Yeah, both side. Both side. Okay. Thank you very much. Okay. Unser Zug kommt gleich. Und ja, ich denke mal, wir holen jetzt was zu trinken, ne? Ich will erstmal meine Schuhe ausziehen. Deine Schuhe ausziehen? Okay, dann los. Next train. Okay, next train. Man kann die Tickets online kaufen, die werden immer einen Monat vorher online gestellt. Da sind die meisten aber auch ziemlich schnell und reservieren sich schnell ihre Plätze bzw. kaufen die Tickets auf. Und man hat kaum noch Chancen, gute Plätze zu bekommen, vor allem Sitzplätze. Und man sollte sich gut überlegen, ob man das Risiko eingeht und in diesem Zug 8 Stunden lang stehen möchte. Also wir haben Sitzplätze genommen. Wir mussten dann aber das über eine andere Plattform machen, weil die Tickets für unseren Tag alle schon ausverkauft waren. Wir haben ungefähr 2 Wochen vorher geguckt gehabt. Und genau, diese Plattform, über die wir das gemacht haben, die hat ca. 37 Euro für 2 Personen genommen. Wobei das Ticket eigentlich nur ca. 10 Euro gekostet hätte für uns beide zusammen. Also die schlagen da auch echt einen Preis drauf. Die kaufen diese Tickets ja auch extra vorher auf, um sie teurer weiter zu verkaufen. Wenn ihr also mit diesem Zug fahren wollt, dann überlegt euch vorher ganz genau an welchem Datum und bucht schon einen Monat vorher. Sonst stehen eure Chancen schlecht, günstig Tickets zu bekommen. Wir verlinken euch einmal in der Beschreibung die offizielle Seite, wo ihr die Tickets günstig bekommt und einmal die Seite, worüber wir das gemacht haben, falls ihr auf der offiziellen keine mehr kriegt. Hier nehmen sie es mit der Pünktlichkeit nicht genau. So, unser Zug ist gekommen. Jetzt suchen wir uns mal unseren Platz aus. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Müssen wir erstmal fragen. Okay, ein bisschen stressig. Jetzt hätte er uns ganz nach vorne geschickt. On the front, komm hier lang. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja,
extrem chaotisch. Wie voll der Zug ist. Gehen wir hier lang. Okay. Also so sehen unsere reservierten Plätze anscheinend aus. Sorry. Hier. Hallo? Thank you. Thank you very much. Bye bye. Okay, wir sind doch in der ruhigen Klasse. Die anderen sind extrem voll. Thank you. Okay. Was war das? Ja. Okay. Dann haben wir unsere Plätze. Jetzt sitzen wir am Zug. Erzähl mal, wie sah es hinten aus? Also da, wo nicht reserviert ist, ist es so voll, da will man nicht stehen. Reserviert eure Tickets. Ja, hier ist viel ruhiger. Wir fahren jetzt los. Da geht's nach Ella. Thank you.
Thank you. Hare, thank you. Bye bye. Tschüss, du in einem Partyzug gelandet. Wir sind angekommen in Ella. Da
Die Zugfahrt hat 7 Stunden gedauert und es war richtig schön. Also es kam einem eigentlich gar nicht so sehr vor wie 7 Stunden. Wir haben zwischendurch gegessen, wir haben ganz viel aus dem Fenster geguckt und Fotos gemacht und ja. Videos aufgenommen. Wir sind gefühlt durch jede Klimazone gefahren. Wir haben zwar mehr ausgegeben, als man hätte ausgeben müssen, aber es hat sich trotzdem für diese Fahrt definitiv gelohnt. So, jetzt wollen wir Tuk-Tuk uns catchen, der uns dann zum Hotel fährt. 6 Minuten von hier soll er sein. Okay, wait. Wir mussten noch unseren Ticket abgeben. Also nicht wegschmeißen, sondern bis zum Ende behalten. Und genau. Hallo, yes. Guest House. Der fährt uns jetzt für 300 nach oben zu unserem Guest House. Auf geht's. You are from Ella, right? Yeah. How many days, Ella? It's 3 days. 3 days, yeah. Yeah. Next go to the south? And yeah, exactly. Yeah. Go to the Yala National Park. Yala National Park. Yeah. Yes. Yes, exactly. you know our route. I mean, it's a typical tourist route, right? Yeah. So, der Kollege, der wusste schon unsere Route, aber es ist wirklich eine typische Touristenroute, die wir auch, sagen wir mal so, auf uns genommen haben. Hier ist ein bisschen mehr los mit Touristen, ne? Ja, ist ja auch. Deswegen meinte ich eigentlich, dachte ich, würde es das hier mehr geben. Ja, genau. Also Pick Me. Genau, typischer Touristenort und Pick Me funktioniert hier nicht. Wir sind jetzt in unserem Airbnb angekommen. Hier die Aussicht. Mega nice. Genau, kurze Roomtour, ganz schlicht gehalten, einfach im Bett. Ah, einen Freezer haben sie auch, einen Kühlschrank, Föhn und ein kleines Bad. Klein und fein. Das war's schon. So, jetzt chillen wir ein bisschen und dann geht's nach Ella runter. Wir sollen in 5 Minuten nach oben zum Rooftop, da gibt's einen Begrüßungstee. Ah, siehste, wie süß. Okay. Hui, hui. Ich schaue jetzt hinunter und genieße diese wunderschöne Aussicht. Lass mich, schau dir den Wasserfall mal da hinten an. Ah, da ist er. Genau hier. Wir haben einen Begrüßungstee bekommen. Richtig süß von denen. Zucker sieht grobkörnig aus. Ein paar Tuk-Tuks, Tak-Taks, Bananen. Genau, und diese wunderschöne Aussicht hier. Wirklich sehr, sehr schön. Wir wollen jetzt was essen gehen. Und in die Stadt. Ich weiß nicht, ob man mich sieht, aber... Genau, gehen wir jetzt erstmal was essen. Extrem Hunger nach 7 Stunden Fahrt. Wir sind jetzt im Matey Hut und probieren das Essen von hier aus. Also das ist mein Essen, Rice with Curry. Mit Chicken Curry. Und du hast auch dasselbe, nur andere Beilagen. Dann lass es dir schmecken. Ja. Wir haben jetzt unser Essen aufgegessen und laufen zum Café. Ja, wir hatten das Essen ganz okay. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber es war definitiv in Sri Lanka nicht das beste Essen, das wir gegessen haben. Es schmeckt anders. Die Currys waren teilweise eher trocken, ohne Soße. Der Reis war auch sehr trocken. Also wir waren so ein bisschen was anderes gewohnt. Genau, jetzt gehen wir richtig ins Downtown. Hier sollte es irgendwo sein. Wir können auch in ein anderes. Da, Café Chill. Genau, geradeaus. Jetzt waren wir gerade im Chill Club. Das war nice. Wir hatten irgendwie so ein Butterfly Blue Mousse oder so. Das ist mit diesem Butterfly Pea. Das war sehr lecker. Und dazu gab es noch Eiskaffee. Meiner war mit Kokosmilch. Der hat mir nicht so geschmeckt. Apropos fand sein Eiskaffee ganz lecker.
Da ist aber auch einfach, das ist wirklich ein Touristencafé und die Preise stehen dort in Dollar. Es ist aber nicht zu überteuert, also die Getränke sind so 2-3 Dollar oder 4-5, je nachdem, ob man Cocktails nimmt oder nicht. Und der Kuchen war irgendwie auch 3 Dollar, das geht voll klar. Und ja, die Location an sich war einfach sehr schön und gemütlich. Sieht auch nice aus da unten. Ja, One Love. Ja, so, Leute, wir laufen jetzt auf den Gleisen einer Abkürzung hoch zu unserem Airbnb. Die hatte uns auch der Host schon gesagt, aber wir haben es nicht gefunden. Jetzt auf dem Rückweg probieren wir es aus. Ich habe ein bisschen Schiss, aber um die Zeit fährt hier wohl auch kein Zug mehr. Sieht ein bisschen gruselig aus, aber naja. Genau, wir suchen den Tempel. Irgendwo auf unserer rechten Seite soll ein Tempel sein und da müssen wir dann hoch. Aber bis jetzt laufen wir noch. Das kann noch ein bisschen dauern. Ja, wartet mal sehen, ob ich euch das zeigen kann, ob man was sieht. Da läuft Apo. Gruselig. Aschkum, du läufst wieder zu weit vor. Oh mein Gott, müssen wir echt da lang, Bebe? Ja, können wir mal an der Seite gucken? Ja, wir müssen noch weiter. Echt? Ja, hier irgendwo, ich glaube da hier können wir glaube ich hochgehen. Temple Road, ja. Irgendwo da ist der Tempel. Oh. Okay. Na dann geht's weiter. Ist hier stockdunkel. Neben uns ist nur Gebüsch. Und Frösche. Ich komme kurz gut tun, Benne. Wir drehen wieder um. Da sind überall. Da sind überall. Hallo, Ben. Hunde. Which way is that? Which way is that? Tamam, buradan çıkalım o zaman. Belki yanlış çıkmış olabiliriz. Okay, wir laufen jetzt ein Stück zurück. Hey guys. Das ist nicht der Weg zurück. Yere bir tut. Ben geçeyim elinden istiyorsan. Ja. Oh, hier ist matschig. Oh. So, okay. Muss es der richtige Weg sein. Ich glaube, dieser war die privat. Wir haben nicht nach hinten geguckt. Ja. Oh Gott. Ich glaube, wir haben den Weg gefunden. Wir wurden so von Hunden angebellt. Ich dachte, die greifen uns gleich an. Wir sind umgedreht. So ein Risiko wollen wir nicht eingehen. Und jetzt suchen wir den richtigen Weg. Wir haben es geschafft. Es war eigentlich ganz einfach zu finden. Wir hatten aber nur im eine Dunkeln falsche... hat man ja schlechte Erstens Orientierung. Erstens sieht man im Dunkeln nichts. Zweitens hatten wir eine kleine falsche Info als Ausgangspunkt. Aber so, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da und bis zum gute Nacht.